Hallo zur weiteren Folge Farm Manager. Wie man ja in der letzten Folge schon gesehen hat, der Winter ist da. Was mich natürlich jetzt interessiert, Tomatenbatschen scheinbar nach, auch im Winter. Na gut, da drin ist es ja eh schön warm. Tomaten mögen ja gerne die Wärme. Hier hätte ich mir gerne so eine Apfelplantage hingestellt, jetzt mit Apfelbäumen, aber geht ja nicht, weil Winter. Hier geht's auch nicht. Winter. Also wird man wahrscheinlich nicht viel machen können, außer da Gewächshäuser hinzustellen und eben Tiere zu halten, sofern sie nicht sterben. Wie es ja bei mir in der letzten Folge leider der Fall war. Aber die Tierchen sind ja jetzt eh da in der Hütte drin, scheinbar, denn hier draußen läuft wieder keiner mehr rum. Es sind wahrscheinlich auch zu kalt. Wird man im Winter nicht viel machen können, zumindest anfangs nicht. Außer eben zu warten, dass der Winter dann mal wieder vorbei ist. Aber schön, dass es ja auch Jahreszeiten gibt. Und nicht so wie in anderen Spielen, dass der Winter dann einfach mal übersprungen wird. Dass man da nur Frühling, Sommer und Herbst hat. Man kann zwar im Winter nicht viel machen, das weiß ich, aber ein Grund, den zu überspringen, ist es auch nicht. Gibt es denn hier einen Wetteralarm? Naja, ist die Temperatur zu klein, ist das weiß ich, aber zu gering ist. So, wann kommt denn der Tierarzt? Na, der ist schon da. Im Winter sieht das Spiel auch sehr schön aus. Würde mir zwar ein bisschen freuen, wenn es ein bisschen mehr Arbeit gäbe. Aber gut. Was denn das hier? Produktionsrate um 10% erhöht. Das heißt auch 10% mehr Eier, 10% mehr Honig, 10% mehr Weizen. Oder einfach nur die Produktionsrate von den Produktionsgebäuden, von den Fabriken. Das ist das Lagerhaus. Das hier ist die Rate, in der sich die Ausdauer erhöht für die Angestellten. Das ist der Maschinenpreis, wenn man sie kaufen will, der wird verringert. Das hier sind die Steuern oder Zinsen, die verringert werden. Das ist die Stärke der Maschinen, die dann erhöht werden. Das hier erhöht die Qualität und die Anzahl beim Ernten um 10%. Kostet 100.000. Ich bin ja mal zufrieden, wenn ich mal Gewinn mache. 5% billigere Arbeiter. Das gibt mir Zugriff zum, na, zur Winterkraftanlage. Werde ich mir jetzt wahrscheinlich eh nicht leisten können, aber man kann ja mal gucken, wie viel es ist. 60.000. Na gut, dafür wird es aber ein bisschen Geld einnehmen, wenn ich die 60.000 denn hätte. Bienen produzieren wahrscheinlich auch nichts im Winter. Sind so leer aus meinem Honigbestand. Aber Eier habe ich jetzt wieder 206 Stück. Kann ich ja mal verkaufen gehen. Wird zwar nicht viel bringen, aber besser als dauerhaft Minus zu machen. Zehn Tage sind die Tomaten der Ernte bereit. Dann kommt der Lieferwagen. Und da fällt der Lieferwagen wieder. So, hätte ich jetzt 60.000, würde ich mir eine Windkraftanlage bauen. Was haben wir denn hier? Zäune. Hecke, Brunnen, Baum.
Naja. An Setzstand können die Tomaten wieder geerntet werden. Wie gesagt, der Winter in diesem Spiel hat schon was. Es war eingeschränkt, was die Möglichkeiten angeht, aber grafisch sieht das schon mal sehr gut aus. Könnte ich mir eigentlich nur mal ein zweites Gewächshaus dahin stellen. Kosten ja nur 6.000. Zweites Gewächshaus, dann machen wir da Kürbisse hin oder sowas. Mal schauen, was man da noch alles anpflanzen kann. Irgendwo muss ich mit dem Geld aufpassen, sonst bin ich mal pleite. Ah, wir hätten jetzt wieder sein Päckchen vergessen. Du warst das. Ja. Gibt auch noch ein bisschen Geld. So, was kann man denn hier alles anpflanzen? Ein Gewächshaus, Tomaten und Kürbisse. Wollen wir jetzt mal die Kürbisse, sollen sie hier dann mal fliegen gehen? Automatisch bewässern. Wenn man ja schon die Möglichkeit dafür hat. Sieht man das dann auch, wenn es da bewässert? Mal über die Wasserleitung und den Wassertank. Mal hier oben schauen, was da sieht, wenn es bewässert. Aha. Sehen tue ich nichts. Aber es funktioniert. Da kann auch wieder geerntet werden. Danach dann noch Kuppern, dann noch ein bisschen dünner streuen. Dann können da dann die Kürbisse hinkommen. Und dann geht es wieder gut. Das sind wieder 30 Stück. Ja. Ich habe nichts gesagt. Wobei, wenn ich wieder verkaufe, die vermehren sich ja dann. Verkaufen wir mal 10 Stück. Da die sich ja eh vermehren. Da kann man nicht nur Geld durch die Eier verdienen, sondern auch durch die Hühner selbst. Wenn sie sich denn mal vermehrt haben. So, da werden die Tomaten gepflanzt, geerntet. Hier wird schon fleißig umgegraben. Aber schön, dass man Tiers holen muss, wenn man da vermehren soll. So, dann gehen wir jetzt einfach da kultivieren. Ihr seid noch fleißig am Ernten. Ich glaube, das Gewächshaus ist undicht. Es schneit rein. Aber gut, das sind kleine grafische Fehler, da kann man drüber wechseln. Aber das, was da in der letzten Folge mit dem Ernte da passiert, das war schon interessant. Es ist halt eine Beta-Version. Bis dahin werden wahrscheinlich die ganzen Fehler und sowas auch rausgenommen sein. Oder ein Großteil der Fehler wird dann rausgenommen sein. Alle Fehler kann man ja nicht entfernen. Auch wenn man es gerne so hätte, aber es geht leider nicht mehr in der heutigen Zeit. Dafür ist es viel zu komplex, solche Codes zu erstellen. Ein Fehler wird behoben und irgendwo anders sind zwei neue Fehler hinzugekommen. Ist nun mal so in der Softwareentwicklung.
der Vorteil, wenn man ein bisschen was damit zu tun hatte damals, vor etlichen Jahren. Ja, ein bisschen muss noch geändert werden. Aber das schaffen die zwei. So, Hühner sterben jetzt nicht mehr. Haben ja wieder 30 Stück. Schon 30 Stück, da kann man mal wieder 10 davon verkaufen. Das dauert noch ein bisschen mit der Ernte. So, die sind wieder bereit, sich zu vermehren. Hier. Düngen wir wieder mal ein bisschen, sobald es geliefert wurde, damit der Ertrag schon hoch wird. Nein, ich möchte keine einbestellten Eier, ich brauche momentan keine mehr. So, wurde es geliefert, jetzt wird es geliefert. Automatisch einfügen und dann kann es losgehen. Schon mal ein bisschen Kunstdünger hier hinten streuen. Und es wird Frühling. Ich kann meine Felder wieder bestellen. Ja, schön den Kunstdünger streuen. Die Hühner laufen auch wieder draußen. Das ist ein Zeichen, dass es wieder wärmer wird. Noch kann ich sie nicht bestellen. Aber gut, da jetzt der Frühling wieder da ist, kann man ja hier jetzt Pause machen. Also man sieht, ohne Gewächshäuser und Tiere kann man im Winter nicht sehr viel machen, außer man hat sehr viele Ausgaben. Muss ganz einfach versuchen, Geld zu ranzuschaffen. Ich denke, 400.000 brauche ich für den Ausbau. Ja, wird langsam Zeit. Aber Frühling ist wieder da, die Felder tauchen so langsam wieder auf. Das zweite Gewächshaus, das ist auch bald bereit, mit Kürbissen besät zu werden. Aber das und vieles mehr sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann.